wirst du dein Herz mir schenken, so fang es heimlich an, dass unser beider Denken niemand erraten kann. Die Liebe muss bei beiden allzeit verschwiegen sein, drum schließ die größten Freuden in deinem Herzen ein. Behutsam sein und schweige und traue keiner Wand. Lieb innerlich und zeige dich außen unbekannt. Kein Argwohn musst du geben, Verstellung nötig ist, genug, dass du mein Leben der Träume versichert bist. Ich sehe den Johann Sebastian Bach von zwei Standpunkten, privat und als Musiker. Wenn ich zu Hause sitze, endlich nach einem sehr anstrengenden Tag, nach einer Probe, nach einem Konzert, wo unsere Musik sehr laut gespielt ist, möchte ich diese Musik, gerade diese Musik hören, die in mir kompensiert diese Stimmung, diese Eile von diesem Jahrhundert, diese Lautstärke und strahlt eine ausgeglichene Stimmung. Wenn ich mich von dem professionellen Standpunkt ausdrücken will, muss ich sagen, das ist sehr, sehr interessant, dass gerade die Musik, die mich beruhigt, die Musik, die ausstrahlt, diese Ruhe von den anderen Generationen, die noch nicht gealt hat. Gerade diese Musik sagt sehr viel unserer Generation und sogar den modernsten Musikern, progressivsten Jazzleuten sogar, Komponisten und Interpreten. Zum Beispiel, überall wo man geht und hört Musik, weiß nicht oder unterbewusst, gibt es überall Bach drin.